Ja, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich Ihnen alles erzählen werde von dem Zeug, was ich Ihnen da vorbereitet habe. Es ist so viel, dass ich mich jetzt bereits frage, ist es nicht viel zu viel? Denn, also Sie werden es sehen, es ist eines der ganz klassischen Probleme, die man nicht lösen kann. Das heißt, es wird eine ganze Reihe von Argumenten geben, warum es so sein muss und nicht anders sein kann. Also zumindest auf den ersten Blick. Und dann werde ich Ihnen das voller Emphase, werde ich Ihnen dann klar machen, dass es natürlich so gewesen sein muss. Und dann kommt die Überraschung, das Allerneueste sagt, so kann es nicht, also so zumindest nicht, wie ich es Ihnen vorher erzählt habe, so kann es nicht gewesen sein, sondern jetzt gibt es was Neues. Und bevor ich jetzt anfange mit dem Thema, Wasser auf der Erde und so weiter, nur ganz kurz, damit Sie einigermaßen wissen, worum es gehen wird und wo ich Ihr Gehirn hinhaben will, damit Sie mir folgen können. Wir reden, oder ich rede, Sie hören ja zu, Sie können nachher reden, dann kann ich zuhören. Also ich spreche über die Frage, woher kommt das Wasser auf der Erde? Ich werde Ihnen dann Argumente liefern, warum das früher nicht da gewesen sein kann, als die Erde entstanden ist und so weiter. Aber Sie merken schon, es handelt sich um etwas Historisches. Es handelt sich also um eine Frage, die eine bestimmte Phase der Universumsgeschichte betrifft, nämlich die Entstehung unseres Planetensystems, die Entstehung der Erde. Woher kommt das Wasser auf der Erde? War es schon da, als der Planet entstand, oder ist es erst nachher gekommen und so weiter? Und natürlich zeichnet sich diese Situation durch etwas aus, was die Beantwortung dieser Frage sehr erschwert. Es war keiner dabei. Ja, es war, ist man ganz sicher. Jetzt will ich Sie nur mal auf Folgendes hinführen. Es war keiner dabei, ist ein Satz, den hoffentlich hier im Saal alle bejahen. Das ist also eines dieser Sätze, die sind so hundertprozentig offensichtlich, da muss auch keiner dabei gewesen sein, um hinterher sagen zu können, es ist keiner dabei gewesen. Sondern wir wissen alle, wir Menschen sind ein Teil der Evolution auf unserem Planeten. Wir sind sicherlich nicht vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren auf dem Planeten schon mal gewesen, sondern es hat sich hingezogen, bis aus Einzellern Mehrzeller wurden, bis aus Mehrzellern komplexe Lebewesen wurden, die dann über Land gekrochen sind, sich irgendwann von den Bäumen geworfen haben und so weiter und so weiter. Das ist völlig klar. Ich will Sie auf diese Argumentstruktur hinweisen. Das ist so ein Argument wie nach dem Motto, oh, ich sehe Sterne. Abends natürlich. Tagsüber auch, da sehen Sie aber nur einen. Abends sehen Sie mehrere Sterne, viele Sterne. Sie sehen auch Planeten, aber Sie sehen vor allen Dingen auch Sterne. Warum sehen Sie Sterne? Weil zwischen Ihrem Auge und den Sternen da oben am Himmel nichts ist, was das Licht verschluckt hat. Sonst würden Sie die Sterne nicht sehen. Alles klar? Das ist wieder so ein Argument. Wenn ich etwas sehe, dann kann zwischen dem, was ich sehe, und meinem Auge nichts sein, was das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würde ich das nicht sehen, was ich sehe. Das sind solche glasklaren Argumente und ich liebe glasklare Argumente, die so sind, wo man sagen kann, ja gut, es war keiner dabei, aber das ist, der hat ja völlig recht, das ist ja hundertprozentig sicher, das kann ja gar nicht anders sein. Von dieser Sorte Argumente werden Sie nicht so viel hören heute Abend, sondern es wird sich um Konstruktionen handeln. Also eine historische Situation soll nun physikalisch, chemisch, astronomisch untersucht werden. Jetzt gibt es astronomische, physikalische und andere Theorien, aber vor allen Dingen physikalische Theorien, die zeichnen sich durch etwas aus, was man sonst in den Wissenschaften überhaupt nicht kennt. Nämlich ein unglaubliches Prognosepotenzial. Also ich rede jetzt nicht über Wirtschaftsprognosen, ne? Das ist, ja, das wollen wir hier ganz rauslassen. Heute Abend ist die Eurokrise ist hier nicht anwesend und so weiter. Zum Beispiel solche Theorien wie die allgemeine Relativitätstheorie. Machen Sie sich klar, dass wir im Abendland ein unglaublich dramatisches Verhältnis zur Natur haben. Die allgemeine Relativitätstheorie wurde 1915 von Einstein entwickelt und veröffentlicht. Wurde 10 Jahre lang entwickelt. 1915 hat er sie veröffentlicht. 1919 kommt es zu diesen Sonnenfinsternissen. Eddington reist nach Amerika, nach Afrika und schaut sich diese Sonnenfinsternis an. Und dann kommt Eddington aber zurück nach London. In der Royal Society spricht Sir Arthur Eddington über die Ergebnisse dieser Expedition. Kann man sich richtig vorstellen. Newton, also der Gipskopf von Newton, so oben drüber, sie das Auditorium. Das heißt, wir sind im Theater. Der eine Protagonist, Einstein, sagt, nach meiner Theorie gibt es eine klare Vorhersage über die Veränderung der Position der Sterne am Himmel. Die Lichtstrahlen, die an einem schweren Objekt vorbeifliegen, sind gekrümmt, deswegen kommt es zu einer Veränderung der Position der Sterne am Himmel. Und nun kommt der andere, praktisch der
Ja, der eine Protagonist, der Antagonist sagt, Moment, mein Lieber, jetzt schauen wir uns das mal an. Also das Dramatische wird offenbar. Und das Dramatische ist, dass Eddington dann den Kasten aufmacht und zeigt, Einstein, du hast recht. Das heißt, wir haben es mit einer Theorie zu tun, die einen Vorgang vorhergesagt hat, den man bis dahin nicht kannte. Das ist eine gute, eine sehr gute, eine exzellente physikalische Theorie, wenn sie Prognosen macht über Phänomene, die man bis dahin nicht gekannt hat. Das heißt nicht, dass diese Theorien wahr sind, das heißt nur, dass sie noch nicht als falsch, sich als falsch erwiesen haben. Wir sind in der Physik, und die Astronomie ist ein Teil der Physik, Falsifikationisten. Das könnte ich jetzt 100-mal sagen, hoffentlich ohne mich zu verschwenden, Falsifikationisten. Wir leben natürlich normalerweise immer davon, dass etwas verifiziert wird, also dass etwas bewiesen wird, als wahr sich erwiesen hat. Davon wissen wir in der Physik nichts zu sagen. Das heißt nicht, dass wir Lügner sind, das heißt nur, dass wir uns, dass wir ganz bescheiden sind, uns zurückziehen und sagen, wir machen Hypothesenüberprüfung. Das heißt, ich möchte, dass Sie heute Abend immer ein bisschen im Hinterkopf haben, auch nachher für die Fragerunde. Was ich Ihnen da erzähle, ist angesichts der Rekonstruktion, die wir hier machen, eben nicht so eine starke Theorie wie die Quantenmechanik, die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, die haben Prognosen gemacht, die sind alle eingetreten. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass sie wahr sind. Sie sind verdammt gut. Und wenn sie falsch sind, sind sie verdammt gut falsch. Aber das, worum es mir heute Abend gehen wird, ist eine Rekonstruktion eines historischen Vorgangs. Und wie gesagt, der leidet natürlich darunter, dass keiner dabei gewesen ist. Vielleicht ist es ganz anders gewesen, aber ich werde versuchen, quasi wie so ein Mordfall, Indizien, Hinweise zu finden, warum die Dinge so sind, wie sie sind. So, oder vielleicht, dass sie so gewesen sind, wie sie. Also, was ist die Leiche? Also wir beschäftigen uns quasi so tatortartig, wollen wir mal gucken, wie wir den Fall lösen können. Kommt die Überraschung, das Allerneueste sagt, so kann es nicht, also so zumindest nicht, wie ich es Ihnen vorher erzählt habe, so kann es nicht gewesen sein, sondern jetzt gibt es was Neues. Und bevor ich jetzt anfange mit dem Thema, Wasser auf der Erde und so weiter, nur ganz kurz, damit Sie einigermaßen wissen, worum es gehen wird und wo ich Ihr Gehirn hinhaben will, damit Sie mir folgen können. Wir reden, oder ich rede, Sie hören ja zu, Sie können nachher reden, dann kann ich zuhören. Also ich spreche über die Frage, woher kommt das Wasser auf der Erde? Ich werde Ihnen dann Argumente liefern, warum das früher nicht da gewesen sein kann, als die Erde entstanden ist und so weiter. Aber Sie merken schon, es handelt sich um etwas Historisches. Es handelt sich also um eine Frage, die eine bestimmte Phase der Universumsgeschichte betrifft, nämlich die Entstehung unseres Planetensystems, die Entstehung der Erde. Woher kommt das Wasser auf der Erde? War es schon da, als der Planet entstand, oder ist es erst nachher gekommen und so weiter? Und natürlich zeichnet sich diese Situation durch etwas aus, was die Beantwortung dieser Frage sehr erschwert. Es war keiner dabei. Ja, es war, ist man ganz sicher. Jetzt will ich Sie nur mal auf Folgendes hinführen. Es war keiner dabei ist ein Satz, den hoffentlich hier im Saal alle bejahen. Das ist also eines dieser Sätze, die sind so hundertprozentig offensichtlich, da muss auch keiner dabei gewesen sein, um hinterher sagen zu können, es ist keiner dabei gewesen. Sondern wir wissen alle, wir Menschen sind ein Teil der Evolution auf unserem Planeten. Wir sind sicherlich nicht vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren auf dem Planeten schon mal gewesen, sondern es hat sich hingezogen, bis aus Einzellern Mehrzeller wurden, bis aus Mehrzellern komplexe Lebewesen wurden, die dann über Land gekrochen sind, sich irgendwann von den Bäumen geworfen haben und so weiter und so weiter. Das ist völlig klar. Ich will Sie auf diese Argumentstruktur hinweisen. Das ist so ein Argument wie nach dem Motto, oh, ich sehe Sterne. Abends natürlich. Tagsüber auch, da sehen Sie aber nur einen. Abends sehen Sie mehrere Sterne, viele Sterne. Sie sehen auch Planeten, aber Sie sehen vor allen Dingen auch Sterne. Warum sehen Sie Sterne? Weil zwischen Ihrem Auge und den Sternen da oben am Himmel nichts ist, was das Licht verschluckt hat. Sonst würden Sie die Sterne nicht sehen. Alles klar? Das ist wieder so ein Argument. Wenn ich etwas sehe, dann kann zwischen dem, was ich sehe, und meinem Auge nichts sein, was das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würde ich das nicht sehen, was ich sehe. Das sind solche glasklaren Argumente und ich liebe glasklare Argumente, die so sind, wo man sagen kann, ja gut, es war keiner dabei, aber der hat ja völlig recht, das ist ja hundertprozentig sicher, das kann ja gar nicht anders sein. Von dieser Sorte Argumente werden Sie nicht so viel hören heute Abend, sondern es wird sich um Konstruktionen handeln. Also eine historische Situation soll nun physikalisch
chemisch, astronomisch untersucht werden. Jetzt gibt es astronomische, physikalische und andere Theorien, aber vor allen Dingen physikalische Theorien. Sie hören ja zu, Sie können nachher reden, dann kann ich zuhören. Also ich spreche über die Frage, woher kommt das Wasser auf der Erde? Ich werde Ihnen dann Argumente liefern, warum das früher nicht da gewesen sein kann, als die Erde entstanden ist und so weiter. Aber Sie merken schon, es handelt sich um etwas Historisches. Es handelt sich also um eine Frage, die eine bestimmte Phase der Universumsgeschichte betrifft, nämlich die Entstehung unseres Planetensystems, die Entstehung der Erde. Woher kommt das Wasser auf der Erde? War es schon da, als der Planet entstand, oder ist es erst nachher gekommen und so weiter? Und natürlich zeichnet sich diese Situation durch etwas aus, was die Beantwortung dieser Frage sehr erschwert. Es war keiner dabei. Ja, es war, ist man ganz sicher. Jetzt will ich Sie nur mal auf Folgendes hinführen. Es war keiner dabei, ist ein Satz, den hoffentlich hier im Saal alle bejahen. Das ist also eines dieser Sätze, die sind so hundertprozentig offensichtlich, da muss auch keiner dabei gewesen sein, um hinterher sagen zu können, es ist keiner dabei gewesen. Sondern wir wissen alle, wir Menschen sind ein Teil der Evolution auf unserem Planeten. Wir sind sicherlich nicht vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren auf dem Planeten schon mal gewesen, sondern es hat sich hingezogen, bis aus Einzellern Mehrzeller wurden, bis aus Mehrzellern komplexe Lebewesen wurden, die dann über Land gekrochen sind, sich irgendwann von den Bäumen geworfen haben und so weiter und so weiter. Das ist völlig klar. Ich will Sie auf diese Argumentstruktur hinweisen. Das ist so ein Argument wie nach dem Motto, oh, ich sehe Sterne. Abends natürlich. Tagsüber auch, da sehen Sie aber nur einen. Abends sehen Sie mehrere Sterne, viele Sterne. Sie sehen auch Planeten, aber Sie sehen vor allen Dingen auch Sterne. Warum sehen Sie Sterne? Weil zwischen Ihrem Auge und den Sternen da oben am Himmel nichts ist, was das Licht verschluckt hat. Sonst würden Sie die Sterne nicht sehen. Alles klar? Das ist wieder so ein Argument. Wenn ich etwas sehe, dann kann zwischen dem, was ich sehe, und meinem Auge nichts sein, was das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würde ich das nicht sehen, was ich sehe. Das sind solche glasklaren Argumente und ich liebe glasklare Argumente, die so sind, wo man sagen kann, ja gut, es war keiner dabei, aber der hat ja völlig recht, das ist ja hundertprozentig sicher, das kann ja gar nicht anders sein. Von dieser Sorte Argumente werden Sie nicht so viel hören heute Abend, sondern es wird sich um Konstruktionen handeln. Also eine historische Situation soll nun physikalisch, chemisch, astronomisch untersucht werden. Jetzt gibt es astronomische, physikalische und andere Theorien, aber vor allen Dingen physikalische Theorien, die zeichnen sich durch etwas aus, was man sonst in den Wissenschaften überhaupt nicht kennt. Nämlich ein unglaubliches Prognosepotenzial. Also ich rede jetzt nicht über Wirtschaftsprognosen, ne? Das ist, ja, das wollen wir hier ganz rauslassen. Heute Abend ist die Eurokrise ist hier nicht anwesend und so weiter. Zum Beispiel solche Theorien wie die allgemeine Relativitätstheorie. Machen Sie sich klar, dass wir im Abendland ein unglaublich dramatisches Verhältnis zur Natur haben.